Ich leide an einer chronisch myeloischen Leukämie. Ich bin 37 Jahre alt. Darmkrebs. In 73 Jahren. Brustkrebs. Ich bin 52 Jahre alt. Lungenkrebs. Brustkrebs. Ich hatte Magenkrebs. Brustkrebs. Ich bin an einem Hodgkins-Lymphom erkrankt. Hallo, mein Name ist Irmit Fuchs. Willi Schröder. Mein Name ist Katharina Erkelenz, Annette Wenz. Narek Kajut. Mein Name ist Katrin Rettel. Heide Sand. Mein Name ist Ralf Rambach. Barbara Beilwal. Elisabeth Giegerich. Mein Name ist Erich Grohmann. Annette Hans. Ich bin die Claudia Geier. Matthias Minhöfer. Franziska Krause. Rudolf Hauke. Mein Name ist Susanne Volkers. Ja, der Hauptbahnhof in Berlin ist natürlich eine ganz interessante Location für eine derartige Veranstaltung. Wir erreichen hier eine große Menge von Menschen. Weil wir sind mitten im Leben und das Leben spielt sich hier ab. Diese Veranstaltung bedeutet mir sehr viel, weil man damit Menschen, die Krebs haben oder deren Angehörige, einfach Mut machen kann und zeigen kann, dass Krebs nicht gleich tot heißt. Ich hatte damals selber nicht gedacht, dass mich das im Leben treffen würde. Ich war Mama von zwei jungen Mädchen. Ich bin Flugbegleiterin gewesen und hatte dann noch großes Haus und Garten. Also ich hatte das Gefühl, ich bin durchs Leben gerannt. Ich würde mir ein bisschen mehr Initiative auch für die Frauen mit fortgeschrittenem Brustkrebs wünschen. Die Angst, dass es wiederkommt, die ist einfach in mir, mit der muss ich umgehen. Bei mir sind es nicht nur diese 5 Jahre, sondern bei mir wird das mein ganzes Leben lang so sein. Krebs, was ist das überhaupt, wenn wir hier nur einen dazu kriegen, zum Arzt zu gehen oder sich Gedanken drüber zu machen oder mal, wie in meinem Fall, Brustkrebs, sich die Brüste abtasten zu lassen, dann haben wir schon gewonnen. Meine Darmspiegelung war an einem Freitag, den 13. Und als der Arzt mich in Narkose legte, habe ich noch so geflaxt und gesagt, ob das wohl das richtige Datum für so eine Untersuchung ist. Und als ich dann wieder aufwachte und er mir die Diagnose mitteilte, habe ich dann gemeint, das wäre ja wohl doch der falsche Tag gewesen. Und daraufhin hat er gesagt, ich soll ihn lieber als meinen Glückstag im Kalender anstreichen, dass man es frühzeitig entdeckt hat. Also bei mir ist es jetzt 6 Jahre her und gerade jetzt habe ich schon in Interviews gelauscht. Es kommt dann schon alles noch einmal hoch. Ich hatte einfach ein Ziehen im rechten Arm und habe das auf meine Arbeit geschoben. Der Radiologe untersuchte mich und kam rein und sagte, Frau Erkelenz, zu 95% haben Sie keinen Krebs. Dann war halt der Verdacht auf einen Bandscheibenvorfall. Wir können jetzt eine Biopsie machen, das steht Ihnen frei. Dann sollte ich mir die Lunge röntgen und habe dann einen Krebstumor von 4,5 auf 5,5 Zentimeter. Und ich entschied mich dann selber dafür, diese Biopsie zu machen. Und es kam raus, dass ich leider einen sehr, sehr bösen Brustkrebs hatte. Man kann es wohl nicht nachempfinden, wie sich das anfühlt, Todesangst, alles, was so dazugehört. Danach hat man mir erzählt, was man alles machen will. Ich habe nichts davon gehört und nichts davon begriffen. Das war der völlig falscheste Moment. Für mich war es wichtig, die Diagnose so oft wie möglich auszusprechen, einfach um sie für mich realer zu machen und einfach diese Angst von dem Wort Krebs wegzunehmen. Ja, die Angst jetzt vor Krebserkrankungen ist viel höher als vom Herzinfarkt, obwohl es viel mehr Menschen gibt, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben. Und dafür sind eben solche Veranstaltungen wie heute ganz wichtig. Diejenigen, die überlebt haben, die ihre Krankheit bewältigt haben, die geheilt sind, aber auch diejenigen, die mit ihrer Krankheit noch viele Jahre leben können, dass die einfach als positives Signal dastehen, um die noch betroffen werden oder gerade betroffen sind, zu ermutigen und zu ermuntern, bitte gebt nicht auf, ihr könnt es schaffen, euer Leben auch wieder so in die Hand, in den Griff zu bekommen, dass es ein lebenswertes Leben ist. Die Öffentlichkeit kann ganz schlecht mit diesem Thema umgehen. Das ist nach wie vor immer noch der Fall. Was sehr traurig ist, die Krebsforschung geht zwar weiter, aber eigentlich sind wir Krebspatienten doch immer noch mit unseren Erkrankungen sehr alleine. Politik braucht ja ein bisschen Druck. Wir haben gleichrangig andere Krankheiten und trotzdem müssen wir gucken, dass wir so breit wie möglich solche Krankheiten auffangen. Und zwar nicht nur in dem, was Politik im Organisieren von Gesundheitsversorgung versteht. Dass ein Gleichgewicht mit Betroffenen eintritt, das ist das Zwingende und dafür kann so eine Veranstaltung sehr wichtig sein. Ich habe gedacht, 1995, wie ich entlassen wurde, ich könnte zurück ins Leben. Das war leider nicht an dem. Also der Krebs kam wieder und deswegen war das Vertrauen einfach weg. Also ich habe insgesamt 3 Rezidive gehabt und mein Leben war nicht so wie vorher. Das war ein schlimmer Berg vor mir, den ich erklimmen musste. Viele Menschen denken, Krebs ist gleich tot.
Und wenn man zeigen kann, dass man also auch mit Krebs lange und gut leben kann, ist das eine absolut tolle Aktion. Während der Chemo jeden Tag bin ich walken gegangen. Irgendwann konnte ich nicht mehr, weil mir der Fuß weggeknackst ist, die Stöckchen wieder in die Hand zu nehmen, zu sagen, ja, es geht alles wieder. Da liefen mir dann doch die Tränen. Ja. Ja, es ist irgendwie ein Schalter umgelegt worden, sag ich immer. Als ich die Diagnose bekam, das war wie so ein Schlag mit einem Vorschlaghammer. Aber circa eine Stunde später, da habe ich mir gesagt, nee, das war's nicht. Ich lasse mir von diesem Krebs nicht mein Leben zerstören und habe angefangen, einfach zu kämpfen. Als das einseitige Gespräch beendet war, bin ich raus in den Garten im Krankenhaus und bin rumgeirrt, ich weiß nicht wie lange, und irgendwann wieder rein in mein Zimmer und habe gesagt, jetzt fange ich an, gesund zu werden. Man verschleudert wahnsinnig viel Energie, indem man sagt, warum ich, habe ich Schuld daran, was auch immer, sondern sagen, okay, es ist jetzt so, jetzt pack es an. Wo ich das erste Mal die Kraft hatte, hat mich leider die zweite Diagnose noch heftiger getroffen. Und dann hatte ich das Glück gehabt, auf Menschen zu treffen, die mir dabei geholfen haben, mit der Diagnose anders umzugehen. Zurück ins Leben zu gehen, weil ich eine Zeit lang aufgehört habe zu leben, einfach in der Angst gefangen. Die Krankheit ist Teil des Lebens und sie verändert das Leben unmittelbar. Man sollte es nicht als irgendwas verstehen, ich sag mal, was dem Nachbarn gehört, sondern es gehört zu seinem eigenen Leben dazu. Es verändert die Situation privat in Beziehung zu anderen Menschen. Man selber wird verändert. Es verändert die berufliche Situation. Es ist einschneidend. Also ich bin zurück auf die Arbeit. Die haben alle Bescheid gewusst. Ich habe auch gleich gesagt, es kann gute Tage geben, schlechte Tage. Es kann sein, dass ich heute sage, ich gehe jetzt wieder nach Hause. Da habe ich ganz viel ausprobiert und es ist auch so ein bisschen, wo ich auch heute immer noch merke, okay, ich gehe einen Weg, komme an eine Grenze, muss irgendwie wieder zurück und nochmal irgendwas Neues überlegen. Die Wertschätzung des Lebens und die Wertschätzung der Menschen ist in dem Moment eine ganz andere. Und das ist halt das, was ein Leben mit so einer Krankheit auch auszeichnet. Wir bewegen uns derzeit in einem sehr rasanten Tempo, was die medizinische Behandlung von Krebserkrankungen angeht. Es werden ja fast jährlich neue Medikamente entwickelt, neue Signalwege der Tumorentstehung entdeckt. Und damit natürlich auch Eingriffsmöglichkeiten. Das heißt, auch dies muss deutlich gemacht werden, dass die Forschung, und dafür steht ja auch die Deutsche Krebsgesellschaft, sich mit immer besseren Mitteln ausrüsten kann, um den Menschen zu helfen, die einen Krebs bekommen. Man denke daran, Menschen, die heute einen Blutkrebs haben, können durch Stammzelltransplantation geheilt werden. Etwas, was vor 10 Jahren undenkbar war. Auch zu wissen, dass meine Ärzte recht haben, wenn sie sagen, ihre Prognose ist sehr gut. Das hat mir unheimliche Sicherheit gegeben. Ich habe festgestellt, wenn man das Leben selbst in die Hand nimmt und selber einfach alles Mögliche tut und sich die besten Sachen von den Tipps, die man überall bekommt, rauspickt, dann kann man gut damit umgehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Leben ist auch als Brustkrebserkrankter lebenswert. Ein Cancer Survivor ist ein neuer Begriff geworden. Es sind einfach Patienten, die mit Krebs leben. Der diese tückische Krankheit Krebs im wahrsten Sinne des Wortes überlebt hat. Auch die, die den Krebs nicht überlebt haben. Wir alle mussten mit dieser schweren Diagnose umgehen, dieses Wort zum ersten Mal hören, Krebs. Ein Cancer Survivor ist für mich insbesondere jemand, der auch die Krankheit an sich angenommen hat. Anderen zu zeigen, dass man damit leben kann. Es lohnt sich zu kämpfen. Cancer Survivor können ganz simpel Glück haben. Man erlebt jeden Tag.